Moin, seid ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Spyro in der Reignited Trilogy. Wir sind momentan hart am Leiden, indem wir dieses Skateboardrennen gegen die Rhinoxe versuchen zu gewinnen, was ein Ding der Unmöglichkeit quasi für mich ist. Ich weiß auch nicht, also ich kann nicht springen. Wenn ich da springe, ist vorbei. Wir arbeiten uns jetzt einfach langsam vor. Wir müssen ein bisschen rausfinden, wie man am besten Tricks macht und wo man am besten was macht. Guck mal hier, bin ich wieder drüber gefallen? I don't know. Wir versuchen gerade erstmal rauszufinden, was wir machen müssen überhaupt, damit das irgendwie gut wird. Hoppala. Ach, oh, Spyro, I don't know, was du da machst. Ich weiß es einfach nicht. Wie komme ich denn dahin? Keine Chance. Mit einem normalen Trick geht's nicht. Man muss boosten, um wahrscheinlich springen. Hey, ich werde schon überrundet. Hi. Auf mich zu hauen, Mann. Huhuhu, voll verkackt. Nochmal. Ich bin einmal fast Erster geworden. Das war einfach nur Luck. Das war einfach nur Luck. Kann ihn nicht mit Feuer bekämpfen. Und wieder ins Wasser. Oh, das war knapp. Holy shit, war das knapp. Okay. So. Oh, fuck. Okay. Wir sind immer noch Fünfter. Das ist doch nicht normal. Das ist ja irre. Okay. Wow. Wow, scheiße, Mann. Warum? Wo sind die denn alle? Ich bin komplett alleine. Hier ist niemand. Meine Rakete fällt auch gegen die Wand. Alter Schwede. Man muss hier irgendwie abkürzen können. Man muss gehen. Hier gibt es irgendwo bestimmt 100 pro so einen mega Abkürzweg. Das ist der einzige Weg, wie ich das noch in irgendeiner Form jemals schaffen kann. Hier, das ist ja auch schon so ein Abkürzweg, wo ich nicht weiß, wo man da langkommt. Das ist ja schon Problem Nummer 1. Neben dem Schiff wahrscheinlich auch lang. Das ist auch kürzer. Ich weiß nicht, wieso er manchmal dann seinen Drehpunkt so verdreht. Verstehe ich nicht. Oh, keine Ahnung. I don't know, wie ich über dieses Wasser kommen soll, ohne auf die Fresse zu kriegen. Funktioniert einfach nicht. Alter Schwede. Ja, müsste man lang, um da hochzukommen. Aber was bringt das? Das ist halt die Frage, was würde es bringen? Jetzt hier ganz zum allerletzten Schluss. Nee, reicht nicht. Mm-mm. Sich hier durch. Ja, aber kacke, ne? Ich weiß. Aber ich schnall auch nicht, was ich machen muss. Das ist das Problem, Jäger. Ich bin einfach zu dumm für dieses Spiel. Okay. So, hier geht's ja schon los. Wo ich nicht weiß, wie ich da rüberkomme. Ohne auf die Fresse zu bekommen. So. 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 Okay, das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Bums. Tschüss. Hier müsste ich seitlich lang. Um abzukürzen. Hier kürzt er halt immer so geil ab. Würde ich auch gern. Kriege ich aber nicht gebacken. So. Oh, was war denn das? Okay, er hat mich angepowert. Ist nett. War nicht so, wie ich mir das gewünscht habe, aber nett war es trotzdem. So. Kostet eigentlich auch mehr Zeit, als dass es bringt, da so einen Trick zu machen. Ich weiß nicht, wie er da hochkommt. I don't know. Und jetzt habe ich plötzlich überhaupt keinen Speed mehr. Was ist denn hier los? Ich verstehe das nicht. Alter Schwede, das wird noch richtig die Quälerei. Das kann ich euch so versichern, ey. Alter Schwede, ist das fürchterlich. Alter, das ist ja richtig fürchterlich. Das ist ja nicht mal ein bisschen fürchterlich. Das ist ja richtig fürchterlich. Ich hätte mal doch heute nicht Best Spyro spielen sollen. Ich hätte gedacht, dass das so schlimm wird. Ich bin wieder Fünfter. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. I don't know. Irgendwie hat Schatz mir erzählt, er macht irgendwie an dieser Kiste so viele... Irgendwo macht er so viele Tricks, dass er am Anfang der Runde den Boost voll hat.
und dann einfach die ganze Runde durchboosten kann. Und so hat er das irgendwie gemacht. Aber wo war das? Wo macht er diesen Trick, dass er die Leiste vollkriegt am Start direkt? Mit was? Und wie kommt man da hinten hin? Wie soll das gehen? Hier, das geht nicht. Keine Chance. Nicht ohne zu boosten. Da musst du Boost haben. Und dann rechtzeitig über diese... über das Ding boosten. Anders geht's nicht. Alter Schwede. Also das wird richtig scheiße. Ich glaube, da muss ich mir ein Video angucken. Sonst werde ich das niemals schaffen, weil ich nicht mal raffe, wie man es machen soll. Ich kriege ja nicht mal die Power-Ups, weil ich an denen vorbeispringe. Ja? Und dann ist der Spyro mal schneller und mal langsamer. Anstatt immer gleich schnell zu sein. Nein, er ist mal schnell, mal ist er langsam. Obwohl man den gleichen, also ohne Boosten. Einfach langsam. Aber nicht immer. Nur manchmal. Muss man nicht verstehen. So, hier, keine Ahnung. Nee, Tricks kannst du auch nicht machen. Oh, Leute. Das ist wirklich fürchterlich. Also das macht auch keinen Spaß. Das ist einfach nur schlimm. So, ich glaube, ich muss mir den Boost aufheben. Jetzt gleich wird natürlich die Chance, um mal zu gucken, wie das ist. Okay. Ja, dann klappt das. Okay. Oh, what the fuck? Okay, das hilft ganz gut. Das müssen wir jetzt einfach die ganze Zeit machen. Ich muss ein bisschen Boost sammeln. Hier gibt es gleich wieder Boost, wenn ich nicht abkacke. Oh, wie langsam er wieder ist. Das gibt's doch nicht. Ich verstehe es nicht. Warum? Alter, das ist fürchterlich. Also wirklich, ich meine das ernst. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ganz schrecklich ist das hier. Ich bin froh, wenn wir das geschafft haben. Und wie auch immer wir das machen, ist mir egal. Hauptsache, wir schaffen es. Ich glaube, ich habe nicht genug Boost. Ich habe nicht genug Boost. Nein, 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 es ist nicht genug. Man muss mehr Boost haben. Ich glaub's nicht. Das ist ja die absolute Vollkatastrophe. Also ich glaube, das ist der einzige Moment in dieser Reignited Trilogy, wo ich tatsächlich richtigen Frust spüre, weil ich das überhaupt nicht gebacken bekomme und auch nicht das Gefühl habe, dass ich das irgendwann mal gebacken bekomme. Aber der einzige Weg, das hinzukriegen, ist für mich, Energie zu haben, um den großen Sprung zu schaffen und den Boost mitzunehmen. Und das jede Runde. Damit könnte ich es wahrscheinlich schaffen. Das wäre der Weg. Oder ich kriege noch raus, wie Schatz das gemacht hat, dass er immer vollen Boost hat. Schatz hat immer vollen Boost gehabt, wie auch immer er das gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber ihr seht, das muss schon genug Boost sein, sonst reicht's hier nicht. Und dann kann das gehen. Jo, ist gut. Wir versuchen es nochmal. Nein, nicht verbrauchen. Ich brauche den. So. Okay, jetzt haben wir eigentlich genug Boost, um das auszuhalten. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Hier dürfen wir nicht springen. Wenn wir springen, schaffen wir es nicht hier rüber. So, okay. Ja, soweit so gut. Ganz normal weiterfahren, nicht boosten. Den Boost heben wir uns auf. Für die wichtigen Momente des Rennens. So. Das kann doch jetzt nicht. Was war das? Was zur Hölle war das? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das bitte alle gesehen? Alter, das kann doch... Also das ist doch eine verbackte Scheiße. Erzähl mir doch, was du willst. Das kann doch nicht sein. Kollisionsabfrage für den Arsch. Hier funktioniert nichts. Spyro bewegt sich wie ein Abfalleimer. Mal guckt er geradeaus, mal nicht, wie er gerade so Bock hat. Wie soll man denn so ein Rennen gewinnen? Das ist ja wirklich fürchterlich. Und da bin ich auch ehrlich. Das ist wirklich schlecht gemacht hier momentan. Da kannst du nur hoffen, dass das gepatcht wird oder ich verstehe es einfach nicht. Aber ich glaube, so doll nicht verstehen kann man es eigentlich nicht. Weil so schwer ist das nicht. Du musst hier dieses Rennen gewinnen. Das Problem ist, Spyro lenkt sich wie ein Mülleimer. Das ist nicht mehr normal. Und plötzlich kriegst du irgendwelche Kollisionsdinger, die ganze Zeit nicht da waren. Das ist doch nicht mehr normal. Wir sind immer noch Fünfter. Obwohl es jetzt eigentlich schon besser läuft, aber... No chance, Alter. Alter Schwede. Oh, ich bin gesprungen. Das war ein Fehler. Klar, sorry. Wie kam ich auf die Idee zu springen an dieser Schanze? Natürlich geht das nicht. Ist doch logisch. Das funktioniert so nicht, Leute. Jetzt haben wir auch nicht mehr genug Energie. Das heißt, egal was wir machen, wir schaffen jetzt auch den großen Sprung nicht. Und damit haben wir Auto... Wir haben sowieso verloren. Wir sind Platz 5.
Hui, Spyro. Lass uns noch ein bisschen drehen. Nehmen wir den Sprung trotzdem ein bisschen mit fürs gute Gefühl. Irgendwie hat Schatz das hier gemacht, aber ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Also ich verspreche, wir machen maximal diese Folge noch mit dem Kram. Danach machen wir erstmal Endboss und das machen wir das halt später. Da muss ich mir erstmal ein Video zu angucken, wie man das am besten angeht. Da gibt es bestimmt irgendeinen Strategy-Gedönse, wie man es easy schaffen kann. Aber holy, guckt euch das an, wie er sich bewegt. Habt ihr das gerade gesehen? Ihr müsst mal darauf achten, wie Spyro sich bewegt. Das ist nicht mehr normal. Der fluppert rum wie sonst was. Du bist, machst einen geraden Sprung, Spyro, und oh, weißt du was, ich orientiere mich jetzt mal ganz. Und jetzt haben wir wieder nicht genug Energie. Versteht man nicht. Muss man nicht verstehen. Was eine Quälerei. Also das ist ja Wahnsinn. Ich versuche jetzt mich nicht weiter aufzuregen, aber das wird schwer. Das wird wirklich schwer, denn das ist etwas frustrierend. Wir sind immer noch Fünfter. Ich verstehe es gar nicht. Und wieder Fünfter. Das ist doch nicht normal. Also das ist ja nicht mehr normal. Man müsste halt hier irgendwas... Ah, ich bin wieder gesprungen. Das war ein Fehler. Ja, zum Glück hat Spyro sich gemeint. Der dreht sich mal in eine ganz andere Richtung. Oh, Leute, das ist ja ganz schrecklich. Wow, ist das fürchterlich. Aber das kriege ich nicht geschissen. Da verlassen wir das Level gleich erstmal nochmal. Das hat keinen Sinn. Da muss ich mich erstmal schlau machen, wie man das am besten angeht. Weil das tue ich euch nicht an, dass ihr mich da jetzt hier stundenlang fluchen hört. Das ist zwar vielleicht lustig für den einen oder anderen, aber... Boah, ich finde es gerade ätzend. Also wirklich, das macht auch wirklich keinen Spaß. Das ist hier nur nervig. Wirklich nur nervig, weil es nicht funktioniert. Das muss man halt jetzt auch selber spielen. Beim Zugucken denkt man sich halt auch, guckt euch das an. Plötzlich ist er seitlich. Warum? Ich bin gerade von einer Schanze abgesprungen. Spyro ist auf einmal seitlich und fährt dann aus der Map raus. Was ist das? Was ist da los? Kannst eigentlich nur den hier machen. Das ist das. Und dann, selbst dann, seitlich. Und hat keine Energie mehr. Es wird auf einmal ganz langsam. So langsam, dass er den Sprung nicht mehr schafft und man dann nicht über den Abgrund kommt. Oh Gott, das Einzige, was mich tröstet, ist, dass seine Flügel so lustig wabern. Das ist witzig und niedlich. Aber sonst ist das hier gerade die Hölle. Ich bin in der Hölle. Ich bin in der absoluten Hölle. Wahnsinn. Also wir haben bis jetzt einmal eine aussichtsreiche Runde gehabt. Da habe ich einfach nichts gemacht und dann ging's. Okay, let's go. Ich versuche jetzt mal keine Tricks zu machen. Außer springen. Hier kann man irgendwie nicht... Oh, ich bin wieder gesprungen. Das war's. Das darf halt schon nicht passieren. Einmal springen, einmal einen Fehler machen, hast du verloren. Keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Eigentlich die einzige Möglichkeit, viel Boost... Selbst das geht nicht. Ich kann nicht mal gerade aus dem Trick machen, weil Spyro sich seitlich am Ende hinstellt, sodass das Board kaputt geht. Kann mir das einer erklären? Kann mir das irgendwer erklären? Und für eine Drehung gibt es leider noch keine Punkte. Wow, das ist wirklich richtig schrecklich. So, nicht springen. Ich weiß noch nicht, wie ich jemals da oben drauf kommen soll, ohne... Guck mal, wie langsam er wird. Habt ihr das gesehen? Er wird mega langsam, obwohl ich nichts mache. Ich fahre ganz normal und springe und er wird mega langsam. Scheint, weil Spyro müde wird. Er wird einfach müde. Ich werde dem hier auch müde. Also das werden wir... Das ist jetzt die letzte Runde, dann brechen wir das erstmal ab. Das tue ich mir jetzt erstmal nicht weiter an. Da gehe ich lieber in den Endgegnerkampf und gucke mir 20 Minuten Credits an. Ganz ehrlich. Wow. Das hier ist richtig schrecklich. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich gucke mal auf die Uhr. Wenn es nicht mehr so viel ist... Ah, noch 5 Minuten. Okay, komm, wir ziehen die 5 Minuten durch. Danach gucke ich mir ein YouTube-Video an, wie man es macht. Und dann ziehen wir es durch. Wahnsinn. Das ist ja dermaßen scheiße. Ich kann das gar nicht beschreiben. Wie un... Guckt euch das an. Was passiert hier? Was passiert hier? Wow. Also das hier muss gepatcht werden. Definitiv. Die ganze Kollisionskisterei funktioniert nicht.
Sparrow springt mal hoch, mal springt er nicht so hoch. Es ist... Du kannst es gar nicht raffen, was hier los ist. Es gibt kein logisches Verhalten. Manchmal ist er ganz langsam. Jetzt zum Beispiel werden wir diesen Sprung mit Ach und Krach schaffen. Manchmal überspringen wir es komplett. Warum? I don't know. I don't know. Wir wissen es nicht. Aber egal. Guckt euch das an, was er macht. Was macht er da? Also es passiert Folgendes. Ich springe ab. Das haben wir auch schon tausendmal in den anderen Spielmomenten, wo man Tricks macht, gemacht. Ich springe ab. Spyro ist gerade. Ich halte den Joystick nach vorne und mache so. Er ist komplett gerade. Und trotzdem flippt er rum wie ein Irrer. Da ist doch was im Arsch. Fundamentally broken, würde ich mal sagen. Alter Falter. Komm hier, ich will den mal mitnehmen. Mal rausfinden, was das bringt. Aber wahrscheinlich habe ich nicht genug Energie. Das ist ja crazy. Jetzt ist er nicht gesprungen. Da hätte man einen überholen können, wenn man nicht an der Wand so rumschwabbern würde und langsam werden würde. Alter Schwede. Ich brauche noch einen guten Folgennamen für diese Folge. Da, schon wieder. Okay. Das war ja gar nicht so schlecht. Wenn wir mal den Boost bekommen. Wollte ich zwar nicht, aber schön war es trotzdem. Das hat mir ein schönes Gefühl gegeben. Ich bin trotzdem Fünfter, also insofern bringt es nichts, aber es fühlt sich gut an. Wow. Ich kann da einfach nur wow zu sagen. Wirklich, es macht mich fertig. Mich macht fertig, wie unsagbar ätzend das hier ist. Hier ist doch keiner mehr. Ich bin Fünfter und es ist keine Sau da. Wo seid ihr denn alle? Ich weiß es nicht. Die sind alle weg. Da hinten ist irgendwo mal einer. Wow. Tja, schade. Dede. Oh je. Yeah. Aber ich wurde schon darauf vorbereitet, dass es schlimm wird. Schatz hat schon gesagt, das ist ätzend. Und er hat mich untertrieben. Es ist wirklich mega ätzend. Mega, mega, mega ätzend. Ich hätte einfach beim ersten Mal irgendwie durchfahren müssen, hätte das klappen müssen und dann wäre das gut gewesen. Was ist passiert? Du, Jäger, frag nicht. Ja, komm, Klappe. Einmal versuchen wir es jetzt noch. Nee, ich dachte, ich kann sie ausmanövrieren, aber nope. Guckt euch das an. Er wird wieder mega langsam. Warum? Wir wissen es nicht. Mach mal deinen Kopf da weg, Mann. Ich hab so keinen Plan, was hier abgeht. Ohne Spaß. Immer noch Fünfter. Wie kann das sein? Wie kann ich immer noch Fünfter sein? Leute, das macht mich wirklich, wirklich fertig. Das macht mich hier einfach nur fertig. Das ist fürchterlich. Oh nein, ich bin wieder gesprungen. Das ist schlimm. Das ist einfach nur schlimm. Das Einzige, was mich am Leben hält, ist der niedliche Spyro. Dass ich zusehen kann, wie sein Schwanz hier wackelt und so. Das ist lustig. Davon abgesehen ist es nur schlimm. Yeah, wenigstens eingetroffen. Das fühlt sich ein bisschen gut an. Leider bleiben wir trotzdem... Da, guckt euch das an! Was ist da los? Das ist doch komplett im Arsch hier alles. Also da kann man mir noch erzählen, was ihr wollt. Das ist doch fertig. Da müssen die auf jeden Fall nochmal bei. Nichtsdestotrotz werden wir das durchstehen. Wir stehen das durch. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Mit der Kraft von YouTube. Hui! Boah, sah wenigstens lustig aus. Ja, der Hahn, er löst mich. Hahn, wir ziehen das... Hahn hat... Sogar der Hahn hat keinen Bock mehr. Selbst der Hahn sagt, leck mich. Gibt's ja gar nicht. Geil. Selbst der Hahn sagt, nö. Nö, lass mal. Nö. Wir fahren jetzt die Runde eben noch zu Ende. Bis wir bei Jäger sind, ist ja gleich soweit.
dann brechen wir erstmal. Ich gucke mir ein YouTube-Video an. Und dann schauen wir mal. Was war das denn? Was ist passiert? Ich könnte diese Typen mit verbundenen Augen schlagen. Egal, bloß die Klappe jetzt, ohne Spaß. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn ich nur gelitten habe. Es war mir ein Vergnügen. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es von den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Und ich sag euch, mit der Kraft von YouTube werden wir das schaffen. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.